Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, dieses Mal geht es nicht um Warzone 2, doch geht es schon. Es geht nicht um DMZ. Beides schon ein bisschen getestet, beides schon kurze Videos rausgehauen. Finale Meinung kommt jetzt am Wochenende, Samstag und Sonntag, nachdem man mal mehr gezockt hat. Gerade DMZ-Modus muss ich noch ein bisschen... Da war die erste Runde sehr, sehr enttäuschend und ich dachte, eigentlich Müll, Müllmodus. Aber jetzt kommt der Third-Person externe Ansicht Battle Royale. Den gibt es leider nur im Trio. Schade, schade, schade. Ich hätte so Bock auf Solo, das ein bisschen mehr zu spielen. Aber jetzt, Trio, werde ich jetzt ein, zwei Mal mal zu gucken, wie es ist, mit Randoms oder wenn ich halt meine drei Leute mal am Start habe oder zwei andere Leute. Jetzt hier mit Randoms und Third-Person-Modus, wie es schon sagt, ihr seht die Figur komplett von hinten und let's go in die Runde. Was ihr auch beachten müsst, beim Loadout, wenn ihr euch jetzt macht für den Third-Person-Modus, ihr braucht kein Visier, was unter mal 4 ist, weil alle Visiere unter mal 4 sehen so aus. Also ihr habt dann keinen... Ihr habt dann keinen Reihenzoom, ne? Nur alle ab 4 oder über, die bringen was im Third-Person-Modus. Alle anderen machen eure Waffe nur schwächer und bringen nichts, weil ihr trotzdem nur dieses hier habt. Ne? Nur mal als kleiner Tipp. Könnt ihr einen anderen Aufsatz nutzen. Oder gar keinen. So, Kopfgeldauftrag. Er ist da irgendwo links. So, einen habe ich. Ich glaube, den anderen habe ich nicht bekommen. Nein! Du bist der Letzte aus deinem Trupp. Beende den Job. Truppmitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns. Ich glaube, ich hab den ganzen Trupp getötet. Ich habe den ganzen Trupp getötet. So, looten, looten, looten. Oh, er hat Herzschlagsensor. Das Einsatzgebiet. So, er ist da ganz hinten. Ich kenne ihn eigentlich. Okay. Ich habe noch ganz schön Rückstoß bei der Waffe. Vielleicht ist das beste Loadout von M2 zu übernehmen für Warzone. Aber den haben wir genommen. Eine Drohne. Starten. Kann ich auf ihm landen? Komm! Okay. Du erhältst deine Ausrüstung. Hm? Von wo? Scheiße, den hätte ich haben können. Aber die Waffe ist... Ich brauche meinen Loadout. Das konnte ich dir nicht durchgehen lassen. Einer weg. Nein! Und dann ist man tot, weil die Dings so klein ist, Mann. Ja, die Time to Kill, das ist auch ein großer, großer Kritikpunkt an Warzone. Ja, da konnte ich jetzt wieder gar nichts machen. Guck mal, mit der SMG aus so einer Mega-Entfernung. Du bist sofort tot. Ich verstehe es nicht. Bei jedem Release, Time to Kill zu niedrig, Steps zu leise. Bei jedem Release, Warzone COD Activision. Ihr müsst es doch mal irgendwann verstehen! Es dauert wieder 3 Monate, bis sie alles ändern. Oh, Loadout ist gekommen. Let's go. Man sieht die aber gar nicht so, wenn man nach unten... Doch, achso. Hä? Ich gucke doch hier hin. Hä, wie buggy ist das denn? Ich gucke hier hin. Hä? Hä? Jetzt ist das weg. Was ist das für ein Bug?
Wieso sehe ich denn die Markierungen? Hä? Es ist komplett buggt. Ich pinge das Ding und er zeigt da an. Was ist denn das für ein Dreck? Och, Digga, nicht springen. Hinlegen. So, wir nehmen jetzt mal einen Ghost. Wo hab ich denn... Nee, ich nehme natürlich Overkill. Ja, und natürlich. 25 waren übrig. Wir haben uns abgekommen, aber das machen wir wieder gut. Ja. Weiß nicht, Digga. Ich werde nicht warm. Ich werde nicht so warm mit Warzone 2. Ich werde nicht warm mit Warzone 2. Irgendwas ist da. Hatte ich schon in meinem Warzone 2 Video das erste gesehen. Irgendwas ist da, was mich stört. Ich weiß nicht was. Das Feeling ist komisch. Die Sounds, man hört quasi gar nichts, als wenn das leblos ist. Das Schussgefühl irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Naja, Leute, ich habe euch mal den Third-Person-Modus gezeigt. Komisch, komisch, komisch. Also nicht nur der Third-Person-Modus, hat nichts damit zu tun. Ist eine coole Alternative, aber irgendwas fehlt da. Irgendwas fehlt da.